Hallo, in dem Video möchte ich euch zeigen, wie man einen VW Golf notöffnen kann. Das funktioniert im Übrigen auch beim Passat oder Touran so, Tiguan auch, eigentlich bei allen neueren Modellen. Ihr könnt es ja auch meistens sehen, es ist jetzt kein Schließzylinder mehr offensichtlich da am Fahrzeug. Nirgendwo kann man jetzt das Fahrzeug normal mit dem Schlüssel öffnen. Und dann stellt sich halt einfach die Frage, was macht man, wenn jetzt zum Beispiel die Fahrzeugbatterie leer ist, die Zentralverriegelung nicht mehr funktioniert. Auch dann könnt ihr über den Funkcontainer das Fahrzeug nicht mehr öffnen. Oder was macht ihr, wie kriegt ihr das Fahrzeug auf, wenn hier die Schlüsselbatterie leer ist und ihr keine Möglichkeit habt, diese zu wechseln. Die Lösung dafür ist recht simpel. Ihr nehmt einfach den Schlüssel, klappt den Schlüsselbart auf. Und hier unter der Blende vom Türgriff befindet sich eine Einkerbung. Und in dieser Einkerbung könnt ihr den Schlüssel genau reinstecken. Achtet bitte darauf, dass ihr da nicht den Lack zerkratzt. Seid also vorsichtig. Und wenn ihr den Schlüssel dann in die Einkerbung getan habt, könnt ihr damit ganz einfach den Griff hier ein bisschen aufhebeln und könnt dann in dem Fall, wenn ihr das vorsichtig aufgehebelt habt, mit den Fingern diese Blende abziehen. Und dann könnt ihr hier auch ganz einfach den Schließzylinder sehen und über den Schließzylinder mit dem Schlüssel könnt ihr dann das Fahrzeug öffnen. So seht ihr kriegt die Tür ganz einfach auf. Ja, ihr könnt das Fahrzeug so natürlich auch wieder verschließen. Das funktioniert auch. Wenn ihr den Schlüssel rauszieht, montiert danach die Abdeckkappe einfach wieder. Dazu nehmt ihr die Kappe, steckt die drauf, bisschen den Griff anziehen und dann einfach draufstecken, bis es einmal eingerastet ist. Guckt, ob die Kappe richtig sitzt, nicht, dass ihr die während der Fahrt verliert. Und wenn das gewährleistet ist, sind wir auch schon fertig. Ja, wenn euch mein Video gefallen hat und auch weitergeholfen hat, lasst einen Daumen oben da, abonniert mich und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin.